Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute Squad, Episode Nummer 43 mittlerweile. Und letzte Episode hatten wir ein Team, das war gewöhnungsbedürftig. Und heute soll es weitergehen, wieder mit einer anderen Formation und mit einem anderen Spieler, um den wir das Team bauen werden. Ich würde mich zunächst mal sehr freuen, wenn ihr auf das Video eine positive Bewertung da lassen würdet, weil es ist wirklich kein Aufwand. Und ich würde gern weiterhin sehen, dass euch die Serie gefällt, und so geht das halt einfach am besten und einfachsten. Also einfach den Daumen nach oben. Wäre ein absoluter Traum, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr FIFA-Points oder PSN oder Microsoft Guthaben und so weiter braucht, wisst ihr, wo ihr vorbeischauen sollt. Kinguin bei Headset-Bedarf oder Kopfhörer-Bedarf, schaut bei Sennheiser vorbei. Links in der Videobeschreibung. Gut, wir gehen auf Seite 2 und suchen uns einen Spieler aus. Er ist eine richtige... Geht weiter mit O. Ne? Wer es weiß oder wer weiß warum, der... Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, ob ihr das mitbekommen habt. Es hat was mit Australien zu tun. Es geht nicht anders. Es muss ja ein Sommer sein, der Spieler, den ich mir jetzt ausgesucht habe. Es führt kein Weg dran vorbei. Grüße an Hansus, wenn du das jemals sehen solltest. Ich bin ja der Meinung, dass das sowieso nicht der Fall sein wird, aber Grüße an dich. Und dann werde ich mal die Formation auslosen. Muss natürlich 4-1-2-1-2 normalerweise sein, was das und so, aber es wird das 3-4-1-2. Ach du Scheiße. Ich habe mir ja noch gar nicht, warum suche ich überhaupt nach ihm? Ich bin ein Idiot. Dass ich nicht in meinem Verein habe, ist eigentlich eine Schande, ne? Ist eigentlich eine Schande. Wie lange dauert es noch? Ach, er ist fertig. Ey. Na also. Ich wollte gerade schon ausrasten, ne? Ganz ehrlich sagen. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich bin sehr gespannt, wie wir das Ganze machen werden. Ach ja, Countdown wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bei 7 Minutes kurz. Eine Uhr, ne? Vielleicht so. Aber gut. 3, 2, 1, Start. So, ja, geht los, alles klar. Wir starten und zwar mit Stranzel, denn wir brauchen ja einen Strongling für Sommer, der muss ja verlinkt werden irgendwie. Und da Stranzel ein Informat, können wir das ganz gut machen. So, ja, 11.000 Münzen ist eigentlich nix. Aber ich setze mal hoch aus Liste, vielleicht kriege ich ja noch günstiger. Anderer Innenverteidiger wird dann, Dragovic gibt es nicht, ne? Ach doch, gibt es sogar. Gibt es nicht. Ja, what the fuck. Ich hätte ihn auf die andere Seite gestellt, neben Stranze, und auf die linke Seite kommt jetzt, oder auf die rechte, je nachdem, kommt jetzt Scher. Scher. Fabian Scher, genau. Der irgendwie, der hat mich an diesen einen Schauspiel, ich habe den Namen vergessen. Der hat auch bei 21 Jump Street gespielt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Schreibt mir den Namen in die Kommentare, wenn euch gerade einfällt. Mir fällt er gerade nicht ein. So, jetzt müssen wir mal schauen. Was gibt's denn bei Basel für Spieler? Natürlich super, die Richtung zu nehmen, weil das war die beste Idee, weil Raiffeisen Superliga ist, naja, das ist auch Basel. Man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, nehmen wir einfach eine andere Nationalität, aber Gashi, ne, Seredi, Suchi, Frei, Samuel. Ja, mit Suchi reicht halt nicht für Sommer. Das ist das Problem. Wobei doch, aber dann hätte ich. Vergesst, was ich gesagt habe, aber trotzdem ist es nicht so gut. Gonzales, ist das nicht dieser mega Junge? Ja, ne? Ne, doch, der hat gestern getroffen, glaube ich, in der Champions League. Wenn ich mich recht erinnere. Schauen wir doch mal rechtes Mittelfeld. Wollen wir da was Interessantes finden? Außer Gonzales vielleicht. Paraguay ist jetzt nicht so die ideale Nation, wie man sich eventuell denken kann. Links haben wir Gala und wir haben Gashi. Meh. Gut, dann gucken wir mal weiter. Was gibt es denn für Schweizer Spieler in der linken Mittelfeldposition? Aus der Schweizer Liga. Nikchi, der ehemalige 96er. Ich weiß gar nicht, ob der nur geliehen ist oder ob der mittlerweile festverkauft ist. Ich hoffe, er mittlerweile irgendwie erst festverkauft. Da gibt es nichts. Rechts Mittelfeld gibt es Schneuvli. Okay, also nichts Besonderes. Das heißt, wir werden wohl mit dem Menschen von Basel gehen müssen. Ich habe den Namen schon vergessen. Berli Gonzales, genau, mit ihm. Hier, 200 Coins. Geht ja voll klar. Der wird auf der rechten Seite spielen. Das heißt, wir brauchen einen Paraguayer, um ihn zu verlinken. Ja. Ne, Paraguay. Ich habe wirklich an Valdes gedacht, aber der wäre ja in der gleichen Liga. Und zum Glück gibt es ja auch noch Barrios und Cardoso. Also besser geht es ja schon fast gar nicht mehr. Nunes gäbe es auch, aber ich bin ja fast schon auf dem Trip, Lucas Barrios zu nehmen. Wie gut er mal war, mittlerweile so abgestürzt wie. Aber immerhin bei Montpellier, also so schlecht kann er nicht sein. Und gucken wir mal nach. Stranzel, da müssen wir auf der linke Seite noch irgendwen hinpacken. Allerdings können wir doch einfach einen Perfect-Link machen, dann passt das schon. Gut, Kavlak würde ich dann gerne nehmen, weil der hat Forster-Skills. Und könnte auch als 6er-Position dann ganz gut spielen, weil er mit Stranzel ablinkt.
Ablink, natürlich. Ich bin schon so in COD drin, dass ich sogar Ablink sage. Egal, der auf 6er Position, beziehungsweise auf 8er Position, je nachdem, wie man es sehen möchte. Haben wir da noch einen österreichischen ZM irgendwo auf der Welt? Das wäre ganz schön zu wissen. Hier ist das Snap, genau. Österreichischer ZM. Junuzovic, wieder in der Bundesliga. Mader. Man könnte natürlich auch einfach einen von Beşiktaş nehmen. Ritzmeier ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Man könnte natürlich auch in die österreichische Liga gehen. Wo ist denn die österreichische Liga, verdammt? Ich bin behindert, glaube ich. Ich bin echt behindert. Oh Mann, Mader, ja, Mader. Weber, Offenbacher. Wo ist denn hier Länder hin? Ach, der spielt mittlerweile bei Salzburg, ne? Bei Salzburg, bei Leipzig. Ja gut, dann nehmen wir Ritzmeier, dann nehmen wir auf der linke Seite, der spielt ja bei PSV. Nehmen wir auf der linke Seite Memphis. Dabei. Ich habe gerade ein Problem. Ich muss einmal Barrios verlinken, bevor ich hier irgendwas weitermache. Barrios. Der spielt in der türkischen Liga. Den ich jetzt damit verlinken will, meine ich. Und zwar Cardozo. Trabzonspor. Den würde ich als Zehner hinstellen mit seinen grandiosen 2-Sterne-Skills und Weakfoot. Das ist echt peinlich eigentlich. Gibt es da noch einen Stürmer bei Trabzonspor? Ich glaube ja, ne? Ja, Majid Varis. Ne, das ist okay, das ist... Das war Yatabaré, den wollte ich eigentlich nicht haben. Majid Varis ist immerhin schnell. Das war ein Fail. Ist ja übrigens der Inform im Minike rausgekommen, ne? Das ist, die Welt ist nicht bereit dafür. Aber egal. 8-3-4-2-1! Nö. 3-4-1-2. Nö. Machen wir sogar 3-5-2 jetzt. Tut mir leid, ich habe es wirklich falsch gesehen. Ich dachte wirklich, wir spielen 3-4-1-2 und nicht 3-4-2-1. Egal, ich brauche trotzdem die Links. Bringt mir alles nichts. Ich brauche 3-4-1-2, sonst. Ist das ja. So. 3-4-1-2. So. Stranzler kriegt den Strongling von Sommer Kavlak und dann kriegt er noch den einen linken nicht bisher. Dann heißt, das heißt, er hat auch noch einen Österreicher und dann wäre immer noch nicht auf voller Chemie. Das heißt, er bräuchte noch einen Strongling im Idealfall und zwar, oh Mann. Wie wär's mit. Das ist auch scheiße. Oh nein! Was gibt es für Spieler bei Montpellier? Was mache ich auch wieder so ein schwieriges Team? Weißt du, warum nehme ich einen aus Paraguay? Das wird wieder nichts. Ich sehe es doch. Thomas von Montpellier, Bakar. Franzosen, wie kreativ. Sanson. Warum spielt Cabella nicht mehr da? Mittelstürmer? Stürmer? Ja, Sanson wahrscheinlich. Genau, Bakar. Barrio. Berigon mit mittelhohen Arbeitsraten. Kannst du auch keinem erzählen. Pass auf. Hack! Jetzt hatte ich gerade eine Idee. Naja, egal. Zeit ist sowieso jetzt um. Ich werde das Team jetzt eben fertigstellen. Danach werde ich was essen gehen, weil so geht das hier nicht weiter. 2 Episoden hintereinander nicht geschafft. Ich mach's mir zu schwierig. Ich werde es demnächst wieder einfacher machen, versprochen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Mittlerweile ist der nächste Morgen, wie ihr eventuell sehen könnt. Ich bin komplett durch irgendwie, gerade weil es mittlerweile 9.30 Uhr, glaube ich, ist oder sowas. Bin um 3 schlafen gegangen, also aber soll jetzt keine Ausrede sein, wenn ich gleich Wack spiele, weil das könnte auch an diesem Team liegen. Ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie es momentan aussieht. Es ist, ja, sehr gewöhnungsbedürftig und ich sage euch dann, welche Option es noch gegeben hätte. Aber erstmal, so sieht's aus. Ja, ihr seht richtig, Sandro als Stürmer. Ich brauchte einen kanadischen linken Mittelfeldspieler, wegen Hutchinson. Und dann brauchte ich einen Stürmer vom gleichen Team. Und das einzige Team, was das geboten hat, war halt QPR. Und der einzige Spieler, der es gab, war Sandro.
Zugegebenermaßen ist das nicht ideal, aber er ist 1,87 groß, er kann köpfen und es wird passen neben Ita Peruna, genau. Ja, Diego, Kavlak und Hutchins sind dann die Sechser. Also Diego der Zehner. Janschka war dann hier links, Sommer ein bisschen überlinkt, aber das ist nicht so schlimm. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Team laufen wird. Die andere Option wäre gewesen, auf der linken Seite, um das mal kurz zu demonstrieren, Karadeniz. Dann hier, ich weiß gar nicht, ob ich einen Verein habe. Mal nachschauen. Sieht nicht so aus. Ne, Özyakup dahin. Und in der Sturmspitze dann Carlos Eduardo. Aber da Carlos Eduardo jetzt dieses Jahr nicht unbedingt der beste Stürmer ist, sondern ehrlich gesagt eine relativ, naja, wacke Karte, habe ich mich für Sandro entschieden. Ist zwar nicht ideal, aber wird schon irgendwie funktionieren. Und mit dem Team werde ich jetzt ins Halbfinale vom Goldpokal gehen. Wahrscheinlich kläglich versagen, aber wir versuchen es einfach mal. Und bis gleich. Norbury FC heißt unser Gegner. Ich sehe nichts mehr, mein Auge ist kaputt. Ach du Scheiße. Ein komplettes England-Team mit Hart, Cahill, Smalling. Richards, Cole, Gerrard, Oxlade, Chamberlain, Young, Rooney, Sturridge und Michael Owen. Ja, gut. Ja, Smalling, wir werden schon gewinnen. Ja, komm. Oh Gott. Oh Gott, was war das denn für ein Tor wieder? Egal, wir führen. Auch wenn Diego den ehrlich gesagt schon reinmachen muss. Und naja, im Endeffekt ist es dann Ita Purena. Der Brasilianer. Auch mit mehr Glück als Verstand, aber Führung. Ita Purena, ja. Das ist jetzt seine Chance. Spielt sich, hä? Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und jetzt ist der Ausgleich gefallen. Damit sind sie wieder voll im Spiel. Ja, kann man halt nichts machen. Junior, heule, der ehemalige St. Pauli-Spieler. Der teuerste Spieler in dem ganzen Team mit 4000 Münzen. Stranzel in Form. Ja, gut, aber nach Stranzel in Form. Und der macht hier das 2-1 mit seinem, ich glaube, schwachen Rechten. Bin mir gar nicht sicher. Sandro mit dem schönen Pass auf Ita Peruna. Der muss jetzt irgendwie da vorbei. Macht er gut. Nicht am Torwart. Diego vielleicht. Nein, schade. Ich will eigentlich nur Tore einschalten, ne? Ja, Ita Peruna, das wird auch langsam mal Zeit. Total überlegen, sehr viele Chancen, aber Diego und Ita Peruna wollen den Ball nicht reinmachen. Aber jetzt endlich. Ich bin so müde, ne? Ich muss die ganze Zeit gehen. Tut mir leid. Er ist gequittet. Was ein Lappen. Ja, Sandro als Stürmer war einfach zu stark. Nee, aber das Team war echt nicht schlecht. Weiß nicht warum, aber es war nicht schlecht. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Ich war total überlegen. Und ciao.